Ja, grüß Gott, Servus und hallo, liebe Klemperfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier bei Martins Klemperwelt. Und ich habe mal wieder was Schönes mitgebracht. Vom Bluebricks ein Spezial. Und zwar haben wir hier das schwarze Heldenfahrzeug, auch genannt Kit. Dieses schöne Modell hat 1047 Teile. Ja. Es ist natürlich auch wieder ein angelegt an der Serie Knight Rider. Und ich würde sagen, wir öffnen mal das gute Stück. Also, wer noch nicht Bluebricks bisher gebaut hat, die schicken ihre Kartons immer in diese Spezialkartons. Ist mal nicht schön, aber es ist ausreichend, meiner Meinung nach. So, ich würde sagen, wir öffnen mal. Mal gucken, was wir hier so alles schön finden. Natürlich. Hier, die ist leer. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. 19 Tüten. Ich würde sagen, ich verteile sie mal ganz schnell, weil ich gehe mal davon aus, dass sie nicht nummeriert sind. Das habe ich bei Bluebricks bis jetzt noch nicht erlebt, dass doch nicht ausschussweise nummeriert sind. PDF-Anleitung gibt es auch nicht, also keine Papieranleitung, sondern eine PDF-Anleitung. Kann man sich kostenlos runterladen. Ich würde sagen, ich verteile mal alles. Und bin dann gleich wieder zurück. So, Freunde, ich bin auch schon wieder da. Hab alles verteilt. Also meine Box hier, das sind meine Boxen. Ja. Die kleinen Teile habe ich alle noch hier in diesen kleinen Tüten gelassen. Aber ich gehe mal davon aus, dass alle Bilder dran kommen. Platten habe ich so extra gezeigt. Die zwei Platten brauche ich sowieso gleich am Anfang. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze aufgebaut ist. Achso, hier die Scheiben. Also die waren in auch andere Tüten. Finde ich nicht so toll, ganz ehrlich. Die sind nicht, die sind total verkratzt. Also Bluebricks, ihr macht so schöne Sachen, aber was eure Scheiben angeht, wo man die nicht extra verpacken tut, dass sie nicht verkratzen und nicht verstauben und auch nicht dreckig sind, weil die sind auch dreckig noch dazu. Weiß nicht. Das müsste verbessern. Ansonsten macht er ja super geile Sachen. Wie die Klemmkraft ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das werde ich dann sehen. Ich fange auf jeden Fall mal an zu bauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Baustep. So, da bin ich auch schon. Und wir haben schon mal den ersten Teil gebaut. Und zwar haben wir hier zwei große Platten. Das sind 6 x 16, zwei große. Dann haben wir hier eine 6 x 8er Platte sowie eine 2 x 10er, 2 mal hier hinten auch. Hier haben wir verbaut 2 x 6er Plates sowie hier 2 mal, das sind 4 x 8er Plates, 2 Stück sowie ein 2 mal, die heute hier habe ich eins vergessen, muss man was dran machen. Eine 2x4er Blade, einmal 2er Blade und so weiter. Das wäre auf jeden Fall der erste Teil. Bis jetzt ist die Klemmkraft soweit ganz gut. Das ist natürlich noch schon ein bisschen verbogen, weil Blades auf Blades, das ist ja ganz gleich. Ich hoffe, das wird im Laufe des Baus dann ein bisschen besser, dass es ein bisschen gerade wird. Ansonsten muss ich es halt ein bisschen biegen. Ja, ich würde sagen, ich baue ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns gleich. So, sind wir wieder ein kleines Stück weiter. Wir haben diesmal Engelblatt verbaut. Und zwar haben wir hier einmal 2er. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich kann hier mal. Das sind Engelblatt. Einmal 2er on the top und 1,5 hoch, also Millimeter. Und hier an der Seite einmal 2er. Und natürlich
Auch Engel Blade. Einmal Zweier und einmal Vier an der Seite. Sowie einmal Zweier. Slopes haben wir verbaut. Und das sind insgesamt 14 Stück an der Zahl, also auf jeder Seite 7. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also übrigens, falls jemand sich fragen sollte, was Kit für ein Auto war, soweit ich weiß, war das damals ein Trans M. Wollte ich eigentlich, wenn ich groß bin, immer mal persönlich selber fahren, habe ihn nie bekommen. Jetzt habe ich ihn, aber halt als Glamper-Modell. Ist doch auch nicht schlecht, ne? Macht sich bestimmt schön in der Vitrine zu dem anderen Auto, was ich schon mal im Video drüber gemacht habe. Ja, und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So, nach gut 15 Minuten sind wir natürlich ein bisschen weitergekommen. Wir haben jetzt schon mal ein paar Fliesen dran gebaut, dann eine Fliese mit einer Noppe oben drauf und die Vorrichtung für die Sitze. Und das ist wahrscheinlich die Vorrichtung für den Motor und wahrscheinlich auch schon für die Türen. Gehen wir davon aus, dass die dann hier so dran kommen. Ja, ich würde sagen, bis jetzt eigentlich soweit ganz gut. Fliesen in dem Sinne, ja gut, sind ein bisschen tappig, aber die sind zum Glück ein bisschen besser wie die Fenster, wobei auf der schwarzen Fliese müsste ich gucken. Ja, sind nur Fingertappen drauf. Klemmkraft ist nach wie vor relativ gut im Moment. Ich werde gucken, wie was weiter passiert und dann sehen wir uns zum nächsten Baustep. So, nach ein paar Minuten späterer Bauzeit sind wir wieder ein bisschen weitergekommen. Wir haben auch hier wieder die Fliesen wieder noch weitere dran gebaut. Einmal 6er Fliesen, dann haben wir hier Fliesen mit der Noppe oben drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die genau heißen. Müsste ich ehrlich gesagt mal nachschauen. Falls das jemand weiß, kann das gerne in die Kommentare. Dann haben wir hier einmal 6er Blades, dann einmal 2er Brick. Und dann haben wir hier 2, 4, 6, 8 eine 10er Technik-Brick verbaut. Einmal 10er. So wie einmal 2er. Das ist hier im Prinzip eine Kreuzstange. Die hat. Moment, kann ich euch auch mal zeigen. Gibt so eine Kreuzstange. Mit einem Stopper und dann geht es hinten weiter und das wird dann hier so dran gesteckt und wird dann einfach nur hier so eingesetzt. Falls jemand mal weiß, was das für eine Farbe ist, aber ich glaube, das ist beige, wenn ich mich nicht täusche. Falls das jemand genauere Informationen hat, kann er mir das ebenfalls in die Kommentare schreiben. Ich baue auf jeden Fall mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, 20 Minuten sind vergangen und wir haben schon mal den hinteren Sitz gebaut. Aus verschiedenen Slopes. Einmal 6er Blade, eine 2x6er Blade, Fliesen und ja, Umkehrslopes und wie nennt sich das? Spezialslopes. So, das wäre der hintere Sitz, den baut man dann gerade hier ein. Da haben wir ihn auch schon drin. Ja, das wird wahrscheinlich die endgültige Größe werden. Vielleicht noch 1, 2 Zentimeter vorne und nach hinten. Werde ich dann sehen. Ich baue auf jeden Fall weiter. Und ich denke mal, wir bauen dann jetzt den nächsten Sitz. Nee, die Mittelkonsole, die kommt jetzt dran. So wie ich das sehe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach einer guten halben, dreiviertel Stunde haben wir jetzt auch die vorderen Sitze eingebaut, sowie auch die Mittelkonsole mit dem Schaltgetriebe, weil ich glaube, der Trans M war damals Automatik, wobei Kit konnte ja auch selber fahren. Das war ja das Schöne an der Serie Nightrider. Ja, bis jetzt läuft eigentlich relativ ganz gut. Die hinteren Sitze sind eigentlich nur Notsitze, normalerweise ist es ja nur ein Sportwagen mit zwei Sitzen, aber
Amerikaner aus haben auch Notsitze. Hat man auch in den heutigen Sportwagen auch noch drin. Ja, ich würde sagen, ich baue dann einfach mal weiter. Ich schaue gerade mal, wie es gerade so weitergeht. Ich glaube, wir machen dann jetzt. Ah ja, dann geht es vorne weiter mit dem Motor, genau. Und ja. Dann bin ich mal gespannt, wie das gebaut wird. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Klemmkraft ist nach wie vor ganz gut. Ja, und ja gut, über alles andere werde ich dann im Review erzählen. Ich würde sagen, ich melde mich dann. Bis gleich. So, nach langen, langen Suchen und Bauen und wieder suchen und wieder bauen, habe ich es endlich geschafft und die Türen sind fertig und bereits auch dran. Geh noch auf. Aber eins finde ich lustig. Ihr kennt doch diese ganzen Telefone. Seht ihr das? Das finde ich witzig. Ich habe gedacht, das ist ein Fehler, aber das ist ein Gussfehler, aber trotzdem irgendwie interessant. Wie findet ihr es denn? Wäre doch schön, wenn sie immer so wären, oder? Schreibt mir mal einfach mal unten in die Kommentare. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen weiterbauen. Bin eigentlich schon viel zu lange dran für 1047 Teile. Und ich sage mal gut, wann habe ich angefangen? Kurz vor 3 habe ich angefangen. Jetzt haben wir 6. Was ist noch 6? Das ist ganz schön lang. Also diese Sucherei, also Bluebix, ihr könntet das ruhig mal unter Baustelle machen, unterteilen. Das wäre viel, viel entspannter, viel einfacher. Und der Bauspaß wäre wahrscheinlich auch dementsprechend größer. Naja, lange Rede, kurz Sinn, ich baue weiter. Bis gleich. So, nach gut einer halben Stunde Bauzeit sind wir auch wieder schon ein Stückchen weitergekommen. Wir haben jetzt hier vorne und 6 ist richtig. Man hat den Innenraum gebaut. Lenkrad. Natürlich lässt sich das nicht bewegen mit den Rädern vorne. Wäre natürlich schön, wenn es so wäre, aber es ist halt nicht so. Vielleicht baut das irgendwann mal um. Und vielleicht tue ich es auch irgendwann mal vielleicht, wenn es geht, aufs Motorisieren, aber Bautechnik lässt das wahrscheinlich nicht zu. So, ich denke mal, als nächstes bauen wir hier den Motor ein und dann sind wir weiter, ne? Ha! Motor ist drinne und wir fangen jetzt an, hier vorne die Lichterschienen einzubauen. Aber schaut mal hier, wie geil ist das denn? Einmal zwei Auflese mit einem Start oben drauf, in Trends Clear. Das ist sowas von selten, aber richtig geil. Richtig geil. Also, Rubiks könnt ihr öfters machen, weitermachen. Finde ich gut. Klemmkraft, naja, es gibt Sachen, die gehen richtig gut. Und es gibt Sachen, die sind relativ locker eigentlich, aber im Großen und Ganzen hält alles. Ist alles stabil, fällt nichts ab. Und ich mache dann einfach mal weiter. Und wir haben schon wieder einiges geschafft. Jetzt haben wir hier vorne fertig. Der nächste Bauschritt wird dann die Motorhaube selber sein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Modell gefällt mir. Das gefällt mir sogar richtig gut. Also das Original, selbst die Lichter hier oben, die kann man hier unten, die zusätzlichen Scheinwerfer kann man oben runter machen. Also, ich muss schon sagen, also der Designer, Respekt. Der hat richtig, richtig, richtig gut gearbeitet. Also, ich selber könnte es nicht. Überhaupt nicht. Auch der Motor, alles tipptopp. Wirklich tipptopp. Qualität der Steine nach wie vor gut. Ich denke mal, im Laufe der Zeit wird Bluebricks ja auch immer besser. Ja, ich baue einfach mal weiter. Ich denke mal, fertig werden werde ich heute nicht. Ich mache jetzt noch einen letzten Baustep und dann baue ich morgen weiter. In diesem Sinne. Bis gleich. So, ihr Lieben, heute das letzte Mal. Wie ihr seht, habe ich mittlerweile die Motorhaube drauf. Die lässt sich auch öffnen, allerdings sehr, sehr schwer. Ich denke mal, ich mache hier unten hier noch was drunter irgendwie, dass es besser hebt.
Ja, Scheibe ist auch schon dran. Dann haben wir hier hinten schon ein Stück was gebaut. Ich würde sagen, aber für heute mache ich Schluss. Will noch ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbringen und baue dann in dem Fall morgen weiter. Morgen werde ich es auf jeden Fall fertigstellen. Das kann ich schon mal versichern. Und das Review, wie immer, eine Woche darauf. Ne? Bis morgen. So, ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Nach einem Tag Pause machen wir heute weiter. So weit sind wir gekommen. Wir haben hier vorne Motorhaube eingebaut. Dann die zwei. Jetzt ist mir das abgefallen. Die zwei Lampen. Die zwei Türen sind dran. Sitze sind drin. Lenkrad lässt sich natürlich nicht mit der Stoßstange vorne bewegen. Ich habe mal geguckt jetzt mittlerweile, ob ich den vielleicht auch fertig bekomme, also mit Motor. Aber da habe ich jetzt noch keinen Plan, noch keine Idee. Falls jemand eine Idee hat oder einen Plan hat, darf es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal weiter. Jetzt bauen wir den hinteren Teil und dann das Dach und dann ist das gute Stück auch schon fertig. Bis gleich. So, nach einer guten halben Stunde Bauzeit sind wir wieder ein bisschen weitergekommen. Wir haben jetzt hier hinten schon einen Teil gemacht, einen Teil von den Seitenlichtern hier sind dran. Dann haben wir hier die Vorrichtung für den Kofferraum gebaut und nochmal hier hinten wird dann das Heck gebaut. Ja, im Großen und Ganzen wirklich ein schönes Modell. Bis jetzt gefällt mir alles. Ist natürlich hier ein bisschen blöd, gerade wegen dem. Das hätten wir vielleicht auch ein Beige machen können. Dann wäre das vielleicht besser gewesen. So ist halt ein bisschen zweifarbig. Aber das macht ja. Oh, hier ist das jetzt kaputt. Machen wir mal. Das macht ja im Großen und Ganzen das Modell nicht wirklich viel aus. Bis jetzt habe ich auch noch kein einziges Fehlteil. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wir nähern uns dem Ende. Und dann würde ich sagen, ich baue einfach mal weiter und wir sehen uns dann. So, wieder ein Stückchen weitergekommen. Wir haben jetzt ein bisschen was hier drauf gebaut. Dann haben wir hier die Hinterradaufhängung ist fertig. Wir jetzt haben hier oben gefliest. Ich habe eigentlich gehofft, dass man das vielleicht auch noch irgendwie aufmachen kann. Aber in dem Fall ist das wahrscheinlich nicht so. Weiß gar nicht, ob das im Originalen so ist, als man den Kofferraum aufmachen konnte. Aber wenn ich mich nicht täusche, kann man das. Ja, hier ist es wahrscheinlich nicht so. Ich werde es sehen. Vielleicht kann man es ja doch irgendwie machen. Habe ja noch ein bisschen was zu bauen. Denke mal, wir machen dann ja noch demnächst die Scheiben dran. Und ja, hier ist ein bisschen Spannung drauf. Weiß nicht, ob ihr das seht. Bei den Türen. Die lassen sich auch wunderbar diesmal schließen. Das haben sie richtig gut gemacht. Das war bei dem anderen Modell nicht so. Vom Bluebricks, das Spezial, wo er schon mal ein Video draus gemacht hat. Wer es noch nicht gesehen hat, dann darf sich das gerne anschauen. Tue ich auch nochmal verlinken. Und ja, ich lasse mich überraschen, werde ein bisschen weiterbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, wir sind wieder ein Stückchen weitergekommen. Wir haben jetzt hier hinten das angeschlossen, da kommt dann ja gleich nochmal das Heck dran. Dann haben wir hier die Vorrichtung für die Scheibe gebaut. Die habe ich auch schon zusammengesetzt. Das sind eine 3x12er Windschutzscheibe, glaube ich. 3x12x2 auf 2 und eine noch hier oben. Und hier hinten habe ich noch über das 6x1er Brick gebaut. Allerdings, gerade 2 sind die nicht. Seht ihr das? Die sind absolut nicht gerade 2. Also das Bluebricks, das müsst ihr verbessern. Das geht so nicht. Das könnt ihr so nicht lassen. Fliesen sind einigermaßen in Ordnung. Vielleicht ein paar Mikrokratzer. Aber die Scheiben, nee, das ist ein absolutes No-Go. Naja, egal. Das kommt jetzt das Ganze hier so dran. Das machen wir mal schnell gemeinsam. Zack. Zack. Und schon ist er befestigt. Und so sieht das Ganze mal schön aus.
Also im Großen und Ganzen ist das Modell ja super. Also, das ist ja nicht verkehrt, ne? Also das Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn man das hier öffnen könnte. Aber naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Ich baue auf jeden Fall mal weiter. Ich denke mal, wir werden das dann gleich beenden. Also wenn kurz bevor ich im Prinzip werde ich mich dann nochmal melden. Und dann später, wenn das Modell fertig ist, ne? Also, bis gleich. Nach gut 10 Minuten wieder weitergekommen. Wir haben jetzt hier restlich hier zugefließt. Und ich denke, es nimmt langsam richtig Form an. Also dieser Transient, der gefällt mir ganz gut. Schade, dass ich ihn nicht in Wirklichkeit besitze. Der wird ja mittlerweile richtig Geld kosten. Das habe ich leider nicht. Mit meinem Gehalt werde ich das nicht verdienen. Also baue ich lieber ein bisschen ein paar schöne Modelle. Das ist auch schön. Und dieser Transient ist wirklich schön. Unser Kit. Von der Night Industry. Ja, ich baue jetzt weiter. Ich denke mal, wir machen jetzt hier hinten die Schürze dran und dann das Dach. Und dann melde ich mich gleich wieder zurück. Da bin ich auch schon wieder und wir haben das Heck gebaut. Besteht aus Fliesen, Trans-Clear-Fliesen. Allerdings sind die, wie schon eingangs erwähnt, sind es der Slopes sind dabei, ist aus Brackets, zweimal Zähne Blades sind dabei. Ja, groß und ganzen eigentlich wirklich wunderschön und ich würde sagen, wir bauen das jetzt mal dran. Unser Modell und setzen wir das Ganze jetzt hier dran. Und da haben wir unser Heck fertig. Ja. Sieht ja eigentlich schon schön aus, gell? Schön. Ja, vielleicht werde ich ein paar ein oder andere Funktionen. Also wie gesagt, wenn jemand eine Idee hat, kann er mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man das natürlich verbessern kann. Natürlich jetzt ein schönes Vitrinenmodell, also für die Vitrinen reicht es auf jeden Fall. Ne? Also ich baue dann jetzt dann gleich das Dach. Dann melde ich mich nochmal ein letztes Mal. Und dann sehen wir uns gleich. Wir haben das Dach fertig, also zumindest ein Teil davon. Da kommen noch nahe die Flügel, das kann man dann hier öffnen. Ich würde sagen, wir bauen dann einfach mal gemeinsam noch die Reifen drauf. Das machen wir mal schnell. Oh ne, da kommt noch was anderes, so wie ich das sehe. Ah ja, das können wir ja auch noch schnell gemeinsam bauen. Ist ja nicht mehr viel. Das kommt dann hier unten ran. Ja, das wird dann im Prinzip so gebaut. Dann kommt das hier unten auch noch dran. Und so wäre es natürlich besser. So, dann kommen jetzt noch die Reifen drauf. So. Und nur noch die Kappen. Das sind einfach nur solche Rundblades mit dem Schlitz. Die machen wir auch noch drauf. Einmal. Zwei. So sieht der Moment an aus. Jetzt fehlt nur noch der Flügel.
Den könnte man rein theoretischerweise baue ich auch noch schnell zusammen. So wird zusammengebaut und das klicken wir dann im Prinzip eigentlich hier einfach nur hier oben rein. So. Und da ist er schon fertig, unser Kit, unser Trans M. Das ist alles, was ich übrig geblieben ist. Finde ich schön, immer ein paar Teile, kommt wieder in mein Sammelsorium. Ja, im Großen und Ganzen hat mir der Bau sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Alles Weitere sage ich dann im Review. Ich würde sagen, ich mache Schluss, bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ein fröhliches Klemm wünsche ich euch. Bis dann.